Willkommen zum Tagessegen am Allerheiligenfest. In den Seligpreisungen, die Jesus da verkündet auf dem Berg, heißt es im Matthäusevangelium im 5. Kapitel: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Am Allerheiligenfest schaut die Kirche, die Christenheit auf die Menschen, die bei Gott schon vollendet sind, die in ihrem Leben diesen Himmel schon im Blick hatten. Gott, du schenkst mir alles, darum habe ich gar keine Angst, etwas zu verlieren. Du bist die Fülle, darum kann ich hier, wenn Verzicht dran ist, kann ich hoffnungsvoll, glaubensvoll und liebevoll bleiben. Ein Heiliger, das ist jemand, der lässt einfach die Sonne Gottes aus seinem Leben strahlen und hat genug daran, dass Gott in seinem Herzen wohnt. Der Religionslehrer Henry Nauen hat mal bei den Trappisten Einkehrtage gemacht und der Abt hat ihm am Anfang ein Meditationswort gegeben: Ich bin die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein anderer Ausdruck für: Ich bin auch schon ein Heiliger Kraft der Taufe. Also heute mal öfter sich sagen: Ich bin die Herrlichkeit Gottes. Und mit diesem Wort in den Himmel schauen, wo alle Heiligen schon die Herrlichkeit Gottes unverhüllt anschauen dürfen. Es segne Sie Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.